Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play. Der Herr der Ringe, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar. Wenn mich nicht alles täuscht, upsie. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt nur nochmal eine Chance hier. Gucken, dass alles passt. In Ordnung. Na, so, jetzt. Vielleicht sollte ich mir irgendwann doch mal einen zweiten Monitor kaufen. Das könnte echt praktisch sein. Aber ich bräuchte halt einen. Ich weiß nicht, ich bräuchte irgendwie viel mehr Platz auf meinem Schreibtisch. Ich müsste viel ändern. Die Kabel sind so ewig weit dann weg vom PC, ist auch nicht gut. Da will ich eigentlich Platz haben an der Wand für Ablagen. Und da sind meine ganzen Chips und alles. Und wenn der ganze Platz weg wäre. Ja, gefällt mir nicht so. Und drüber wäre zwar eine Möglichkeit, ist aber auch nicht das Geilste. Und versetzt an die Wand hängen ist auch kacke. Ich weiß nicht. Egal. Irgendwie. Deswegen muss ich immer raus und rein switchen, damit das passt. Oder ich könnte auch einfach mir das mit dem... Ja, ich muss mal gucken, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt. Das irgendwie cooler zu machen. Wir sind allerdings hier schon ziemlich weit durch. Mit dem ganzen Ringkrieg. Wir haben es fast geschafft. Danach die Uruk-hai. Ich weiß nicht warum. Jeder wünscht sich die Uruk-hai. Wird auch super geil. Keine Frage. Vielleicht spielt die keiner. Ich weiß es nicht. Oder jeder spielt sie. Nur ich habe sie bisher noch nicht gespielt. Aber Uruk-hai werden auf jeden Fall gespielt. Ja. Genau. Und danach fehlen, glaube ich, nur noch die Elben und das war's. Dann gibt's die Edain-Mod. Also das wünschen sich halt viele. Ich werde sie nicht komplett durchspielen. Ich werde damit keinen Ringkrieg machen, glaube ich. Aber so ein paar Gefechte kann man mal gucken. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, mal schauen. So ein bisschen Edain-Mod. Wer weiß, vielleicht gefällt es mir doch. Muss man mal schauen. Was es auf jeden Fall geben wird. Ich werde jetzt... Oh, jetzt passt auf. Jetzt wird es wichtig, dass er zuhört. Ganz, ganz wichtig. Ich packe das jetzt auch hier gleich ans Anfang des Videos. Nicht, dass irgendwer in der Mitte dann abschaltet, weil er weg muss und dann später will er nicht mehr weiterschauen. Alles kein Thema. Aber ich pack's jetzt, weil es wichtig ist, wirklich ans Anfang. Ich mache auch jetzt kein eigenes Video dazu. Noch nicht. Kommt noch. Vermutlich in 2 bis 3 Wochen. Und 2 Wochen danach startet die Aktion. Ich werde es jetzt nur anteasern. Weil ich will das ein bisschen hypen. Deswegen werde ich es nur ein bisschen anteasern. Ich werde... In einem Monat, wenn die Klausuren vorbei sind, werde ich etwas auf YouTube machen bezüglich der Community. Das es so auf YouTube, glaube ich, noch nicht gegeben hat, beziehungsweise eher sehr selten ist. Kommt schon, nimmst den Scheiß ein. Kommt schon, kommt schon. Hallo? Jetzt so. Okay. Und zwar brauche ich eure Hilfe, denn ich tease jetzt mal so ein bisschen. Es fragen mich immer wieder mal Leute, ja, wie schaut's aus? Könnten wir mal zusammen was spielen? Und so ein Gefecht ist immer ganz nett. Aber wenn ich mit Leuten zusammen spiele, ich meine, ich müsste mir sehr viel... Es ist sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit, was ich da brauche. Und um mit jedem, der spielen wollen würde, ein eigenes Spiel zu machen. Und der Hauptcontent von mir auf YouTube ist derzeit Ringkrieg. So. So viel mal dazu. Und was ich geplant habe, betrifft euch. Ich brauche also jeden einzelnen von euch. Zumindest brauche ich eine große Masse an Leuten. So. Je mehr, desto mehr Spaß, glaube ich, wird das Ganze machen. Ach du Große, ich wollte es gar nicht abreißen. Ja. Das heißt, was ich von euch dann brauche oder wo ich euch bitte. Ich werde noch mal ein Video dazu machen. Ich will jetzt noch nicht sagen, was es ist. Ich werde es ein bisschen hypen. Vielleicht gelingt mir das gerade gar nicht gut. Ich habe ewig nicht mehr aufgenommen. Aber egal, was ich von euch brauche, worum ich euch bitte ist. Wenn das Video, jetzt noch nicht, ist noch zu früh. Die Leute würden wieder abspringen. Aber ich gebe euch jetzt einen Tipp. Ihr habt einen Monat quasi Vorlaufzeit, euch darauf vorzubereiten. Zum einen wünsche ich mir von euch, wenn ihr wollt, sobald das Video, das ist ein explizites Video, heißt dann Infovideo, bla bla bla, mit dem Titel von dem Projekt,
Und es wird ein großes und ein geiles Projekt. Das kann ich euch versprechen. Also, wer da mitmacht, kommt definitiv auf seine Kosten. Das verspreche ich. Und ich denke mal, das ist auch etwas, was ich halten kann. Ich bin natürlich nach wie vor nur ein Mensch. Das heißt, wenn ich es mal ausfallen lassen muss, dann ist das so. Das kündige ich dann aber rechtzeitig an. Also, ich werde mit euch da viel mehr in Kontakt treten als bisher. Und das ist halt auch das Ding. Es wird viel mehr... Ah, ich brauche Axtwerfer. Oh. Da brauche ich Stärkeres als Axtwerfer. Ich werde viel mehr Kommunikation mit euch brauchen. Und was ich mir dann wünsche, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Part, ist, macht's, und ich sag das nicht so gerne, aber das ist einfach Not... Ach du große Kacke. Ist einfach nötig dann, macht's Werbung. Nicht zwingend für den Channel oder für mich, aber für dieses Projekt. Ich meine, dass es dann für den Channel und fürs Projekt ist und für mich indirekt, das ist klar. Das ist halt ein Nebeneffekt. Aber ich möchte da wirklich so viele Leute wie möglich haben. Und ihr werdet die Chance bekommen. Und zwar mehr als eine. Mit mir zusammen Gefechte spielen zu können. Und zwar von diesem Spiel Herr der Ringe Aufstieg des Hexenkönigs. Also Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Boom. Diese Chance werdet ihr haben, mehr als einmal, durch das Projekt, was ich ins Leben rufen möchte. Sprich, wenn ihr da mitmachen wollt, es wird sich um Gefechte handeln, aber es ist noch mehr dahinter. Es steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Ich habe mir was Großes ausgedacht, was Cooles. Dann holt euch das Spiel oder leiht es euch oder downloadet es oder weiß ich nicht. Das Ganze wird vermutlich über Hamachi laufen, so genau weiß ich das noch nicht, da muss man da mal gucken. Ist halt auch nicht alles so einfach, ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht so viel Internet-Spielzeugs mit diesem Spiel gemacht. Ich glaube, über Hamachi läuft es ganz gut. Vielleicht läuft es auch ganz gut über GameSpy oder so, solche Plattformen, das muss man halt gucken. Aber davon abgesehen, tschüss Baumeister. Wenn ihr mit mir und auch miteinander dann spielen wollt, relativ regelmäßig, dann holt euch das Spiel, wenn es nicht zu teuer ist. Also ich persönlich würde keine 100 Euro ausgeben, aber 20, 30 Euro, falls ihr das Spiel für diesen Preis irgendwo findet, ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber kann ja sein, dann würde ich zuschlagen, wenn ihr wirklich spielen wollt. Ich kann leider nicht versprechen, dass jeder gleichmäßig drankommt. Das geht nicht. Aber es wird genug Chancen geben, sodass jeder zumindest ein, zwei Mal, je nachdem wie lang das Projekt läuft, mit mir zocken kann. Oder auch gegen mich. Oder auch miteinander gegen mich. Das wird man alles sehen. Aber worum ich euch halt dann bitte ist, dann, wenn das wirklich erst, wenn das Video draußen ist, macht's dann Werbung für das Projekt. Je mehr Leute da mitmachen, weil wir brauchen, es wird nicht immer jeder Zeit haben, ne? Es gibt dann ein paar Leute, die halt sagen, ja, nö, da bin ich Party machen, ist in Ordnung, oder nö, da muss ich das und das machen, oder da habe ich diese Verpflichtung, oder da kann ich nicht. Alles kein Thema, aber genau für diesen Fall muss halt vorgesorgt werden, dass wir genug Leute haben. Sonst läuft es nicht. Wenn wir bloß 10 Leute sind und davon haben immer nur 10% der Leute Zeit, regelmäßig Zeit, das ist halt das Ding, dann ist es immer nur ein Spieler und das läuft nicht. Also ich glaube schon, dass ich wirklich einige Leute brauche, die dann regelmäßig Zeit und Lust haben, dieses Spiel zu zocken, online. Ich werde das Ganze vermutlich auch streamen mit einem Delay von ungefähr 5 Minuten. Ist sehr lang, aber bei dem Spiel, glaube ich, ist 5 Minuten angemessen. Ja, und dann mal gucken, wie das Ganze wird. Ich verspreche mir sehr viel davon. Nicht nur jetzt Werbung für den Channel und Dings, sondern auch Interaktion mit einer Community, die dann hoffentlich am Wachsen ist. Weil die bisherige Interaktion über Comments und so war ganz nett, aber es ist eigentlich zu wenig. Und ich höre zwar immer wieder häufiger, ja, Alex, hey, du verdienst viel mehr Leute. Stimmt, ich tue auch was dafür. Und deswegen werde ich dieses Projekt, das ist wirklich in erster Linie für euch dann, was da kommen wird. Wie gesagt, in 2-3 Wochen kommt das Infovideo, werde ich euch dann erzählen, worum geht es, wie funktioniert es, was sind die Regeln. Einfach damit es fair und gesittet abläuft. Und dann wird man mal sehen, ja. Ist es was für euch oder nicht? Wenn nicht,
ist es in Ordnung. Können wir es jederzeit wieder abbrechen. Aber ich glaube wirklich von tiefstem Herzen, es wird euch Bombe gefallen. Wirklich Bombe. Und da hoffe ich mal, dass das dann einfach zutrifft. Und dass ihr da dann Spaß dran habt. Genau wie ich auch. Und dann gucken wir mal. Vielleicht mache ich das Ganze dann sogar mit Edain-Mod irgendwann. Nach 1-2 Durchläufen, wenn es heißt, hey, wie wär's mit Edain-Mod? Machen wir das Ganze mal interessanter. Könnte sein, muss man mal gucken. Wäre eine super Idee. Muss man mal schauen. Also ich will versuchen, eure Wünsche auf die ihr halt mir zutragt, wie, hey, spielen wir mal zusammen, machst du auch Gefechte, spielst du auch Edain-Mod, will ich alles machen, aber ich muss es klug miteinander verbinden. Ansonsten bin ich nur noch am Aufnehmen und ich muss leider ehrlich gestehen, auch wenn jeder von euch mir sehr am Herzen liegt und ich so froh bin, dass sich jeder einzelne von euch dazu entschlossen hat, meinen Kanal und mich zu abonnieren, mein Zeugs zu gucken, für in Anführungszeichen nur 300 Leute oder im Durchschnitt 100 Aufrufe, möchte ich keine 6 bis 8 Stunden am Tag aufnehmen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel vom Aufwand. Es ist meine ehrliche Meinung und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Aber wenn ich eine Möglichkeit finde, regelmäßig mit euch zusammen zu zocken und das Ganze so cool aufzubereiten, auf einem Format, das so in YouTube, glaube ich, auf YouTube noch nicht da ist. Glaube ich. Ich habe noch nicht gesucht, aber ich glaube, sowas gab es noch nicht. Und wenn, dann sehr selten. Also da muss man schon extrem gucken für das, was ich vorhabe, dass man das findet. Denke ich. Denke ich. Kann ich natürlich jetzt nicht genau sagen. Ich habe nicht geguckt, aber denke ich. Dann, ich glaube, das ist dann schon ziemlich schön. Also das sollte richtig, richtig cool werden. Und ich hoffe dann einfach, dass ihr da mir den Rückhalt gibt, uns den Rückhalt gibt, dass wir da ein bisschen näher zusammenkommen. Schönere Kommunikation, mehr Kommunikation, das täte mich sehr freuen. Und dann natürlich damit eingehend auch ein Wachstum. Das ist halt immer so dieses Geben und Nehmen. Dieses ich mache etwas und erwarte mir davon einen Nutzen, das ist klar. So sind die meisten Menschen einfach gestrickt. Also ich mache das hier, weil es mir Spaß macht, das ist mein Nutzen. Und jetzt habe ich halt festgestellt, hey, wenn der Kanal, er muss nicht explodieren. Aber wenn er stetig wächst, immer so 2-3 Abonnenten in der Woche mehr. Im Gesamt, also wenn ich jetzt 3 verliere und 5 hinzubekomme, was in Ordnung wäre. Jede Woche. Dann macht mir das automatisch mehr Spaß, weil ich sehe, hey, die Leute haben ein Interesse, vor allem wenn die dann aktiv bleiben, also ihr quasi und Kommentare schreibt und. Das ist super. Das ist halt das, was mir derzeit an YouTube Spaß macht. So wie vielen anderen, glaube ich, auch. Dazu kommt dann noch so ein bisschen Selbstverwirklichung. Natürlich, ich kann hier ich sein, ich kann mich selbst erfinden, ich habe eine Identität im Internet. Außerhalb vom Real Life, soziale Kontakte übers Internet, weil mir das halt leichter fällt, als einfach rauszugehen. Ich bin halt so. Und so weiter und so weiter. Das sind halt alles diese Dinge. Wo es dann zusammengeht. So, der hat jetzt hier eine blöde Festung. Der böse, böse. Na, schauen wir mal, ob wir hier alles kaputt machen können. Muss man mal gucken. Der Hexenkönig macht es solo. Na, schauen wir mal. Wird schon werden. Wie gesagt, jetzt ist halt noch nicht. Wenn ihr jetzt anfangt, dann warten die Leute einen Monat, das ist zu lang. Aber ich wollte es halt für die Leute, für euch, die jetzt schon auf meinem Kanal aktiv sind, so ein bisschen anteasern, dass ihr, hey, da kommt jetzt bald was. Oh, was könnte das sein? Spannung erzeugen? Vielleicht wird es cool. Ich sollte mir vielleicht dieses Spiel besorgen, wenn es nicht zu teuer ist. Ich will jetzt nicht, dass ihr hunderte von Euros ausgibt für dieses Spiel, in der Erwartung, dann jeden Abend mit mir zocken zu können. Das wird nicht passieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. So wird es nicht laufen. Damit ihr euch einen groben Einblick geben könnt, vermutlich werde ich das auf einmal alle 2 Wochen beschränken. Für eine gewisse Zeit. 2, vielleicht 3 Stunden. Alle 2 Wochen. Denn ich habe Studium, Real Life, ich habe viele andere Spiele, die ich gerne spiele. YouTube natürlich, so nebenbei noch. StarCraft, Coaching, Blogs schreiben und. Dann kommt jetzt dann bald die Frau von meinem Vater aus Indonesien her. Wird auch sehr interessant, wird auch wieder eine riesige Umstellung, die zieht jetzt dann zu uns. Und lauter so Zeugs. Also da ist... Ne?
Und das alles unter einen Hut zu bekommen, zusätzlich dazu, dass ich noch ein Langschläfer bin, nein, ein Vielschläfer, ich schlafe so um die 10 bis 8 Stunden am Tag eigentlich. Also sowas kommt halt dazu. Und dann habe ich einfach sehr viele Dinge, die mich am PC und im Internet interessieren, die ich gerne mache. Und da kommt immer wieder Neues dazu, manchmal geht auch was verloren, aber generell kommt eigentlich mehr dazu, als verloren geht. Und dann muss ich halt Wege finden, das Aktuelle mit dem Neuen zu vereinbaren, ohne ewig viel mehr Zeitaufwand zu haben. Und das geht halt nur, wenn ich es klug mache. Und wenn ich Restriktionen habe. Also ich kann einfach nicht versprechen, hey, jede Woche werden wir 4 Stunden zocken. Leider, es ist derzeit nicht drin. Dazu müsste ich dann andere Projekte stoppen oder runterbrechen. Zum Beispiel den Ringkrieg. Wenn ich den komplett aufhören würde, könnte ich das machen. Will ich aber nicht. Ich will den Ringkrieg weiterlaufen lassen. Das ist nämlich dann für die Leute, die nicht unbedingt mitspielen wollen, ist ja auch in Ordnung. Oder das Spiel einfach nicht haben und dann lieber gucken. Wenn ich jetzt nämlich dieses Projekt, was ihr jetzt gerade anschaut, beende, nur für das andere dann, es geht halt Content irgendwo verloren und das wäre wiederum schade. Und das muss nicht sein. Also ich versuche immer einen Mittelweg zu finden, einen guten Weg, eine gute Lösung. Ich versuche es euch allen so recht wie möglich zu machen. Ich hoffe, das merkt man auch. Das merkt man hoffentlich. Also dass ich da wirklich bemüht bin, auch wenn ich häufig Nein sag, das tut einem auch immer weh. Das glauben einem viele Leute nicht. Also wenn sie bei anderen YouTubern vielleicht schreiben, hey, oder mal gar keine Antwort bekommen. Hey, könntest du mal und blub blub blub. Für euch ist es so, ihr geht auf jemanden hin. Und durch das Internet seht ihr halt leider nicht, dass da noch 100 andere Leute neben euch stehen und auch was von dieser Person vielleicht wollen. Also das sieht man im Internet einfach nicht. Deswegen versuche ich immer dieses Bewusstsein zu haben. Aha, da ist was, da ist jemand. Ich bin in einem Raum mit ganz vielen anderen Leuten und ich gehe jetzt zu ihm hin. So ist YouTube für mich. Das macht es mir auch leichter, euch nicht nur als Nummer zu sehen, sondern als Person, hinter jeder Person, ich sag das so häufig, aber ich meine das ernst, hinter jeder Person, hinter jeder Nummer steht eine Person. Und ich bin jetzt hier auf einer Bühne quasi und da stehen jetzt diese 300 noch was Abonnenten. Jeder von euch Einzelnen steht da und guckt mir beim Zocken zu. Es ist schon gruselig, irgendwo. Und ab und zu ruft halt ja jemand, AK mit den Kommentaren hoch, hey, könntest du mal dies machen? Oder könntest du mal dies machen? Und ich soll halt für jeden gleich viel Zeit haben. Und zeitgleich, während ich auf dieser Bühne bin, mache ich halt noch dies und jenes und Real Life und bla bla bla. Also so ungefähr kann man das sich vorstellen. Vielleicht. Und das ist dann doch definitiv fordernd. Also definitiv. So. Okay. Nach der Aktion habe ich jetzt das Codewort für diese Folge. Es ist Bombardement. Nachdem der so viele Katapulte hat, definitiv Bombardement. Also, haut's raus. Codewort für diese Episode, Bombardement. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir das schaffen. Aber der Hexenkönig ist gar nicht so schwach hier mit den Katapulten und so, das macht er ganz gut. Ich muss halt die Katapulte töten, bevor ich meine echten Truppen reinschicke. Sonst habe ich hier ein Problem. So. Jetzt können wir reinrennen, das müsste zeitlich ganz gut passen. Ach ja, noch was. Wegen dem Projekt, das ich plane. Es wird in den meisten Fällen so sein, wenn nicht sogar in allen, dass die Spiele nicht... Nee, das sage ich jetzt nicht. Das nimmt zu viel vorne weg. Ich habe eigentlich schon viel zu viel... Ist da der Gothmog? Oh, der muss weg. Der muss weg. Schneller. Hohoho, der kriegt Schaden! Haut's rein! Schneller, schneller, schneller! Der muss sterben! Der muss weg! Der muss weg! Nein! Zu viel Schaden! Okay. Geht noch. Knapp, aber es geht noch. Also ich werde jetzt nicht noch mehr zu diesem Projekt sagen. Ihr werdet es dann sehen in dem Infovideo. Nach dem Infovideo solltet ihr noch 2 Wochen Zeit haben, euch vorzubereiten und zu entscheiden, je nachdem, was ihr halt wollt.
und wie das Ganze aussehen soll, habt ihr dann Zeit und Gutes. Und da könnt ihr dann euch entscheiden, ja, wollt ihr mitmachen oder nicht. Das Schöne ist, ihr müsst euch nicht sofort entscheiden und ihr könnt jederzeit ein- und aussteigen. Das ist keine Verpflichtung, eher so eine, also wenn ihr mitmacht, wenn ihr wirklich mitmacht, dann ist es natürlich eine Bitte, dass ihr da wirklich dran teilnehmt und das ordentlich macht, ist klar, weil ansonsten macht es mir und euch vielleicht nicht so viel Spaß, wie es könnte, sollte. Aber das seht ihr dann alles. Also das ist jetzt nicht so wie, ihr meldet euch da an, dann müsst ihr, boom. Aber es wird so sein, für diese Tage, wenn das stattfindet, werdet ihr eine Vorlaufzeit haben von 2 Wochen. Da könnt ihr euch dann in ein Excel-Sheet eintragen, ob ihr mitmachen wollt. Dann bitte ich euch allerdings dann auch da zu sein. Wenn es mal nicht geht, wegen irgendwas, Familie, Real Life, keine Ahnung, ist in Ordnung. Ihr könnt euch auch wieder austragen vorher. Also, das ist auch kein Problem, wenn ihr merkt, hey, ihr schafft es nicht, dann tragt euch wieder aus. Rechtzeitig. Ist kein Problem. Bin ich euch auch nicht böse und nix. Gibt's auch keine Sanktionen oder so ein Schwachsinn? Nichts dergleichen. Aber wenn ihr euch eintragt und eingetragen bleibt und nicht abmeldet, dann seid's auch bitte dann da. Es wäre schade, wenn sich dann andere nämlich drauf verlassen. Da ist einer, dann kann ich ja gehen, muss nicht da sein und und. Und dann plötzlich kommt keiner und ich stehe da und dann muss es ausfallen. Das wäre halt schade. Weil ich möchte dann schon, dass es regelmäßig stattfindet. Aber wie gesagt, das sehen wir dann alles. Das ist jetzt erstmal ein Versuch. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wenn das funktioniert, coole Sache. Wenn nicht, okay, dann halt nicht. So. Eigentlich müsste ich jetzt hier jede Sekunde Pause machen. Ich habe nämlich, derzeit ist halt Klausurenphase, komplett. Und das heißt, ich muss wirklich schauen, wie ich mit dem Lernen hinkomme. Eigentlich hatte ich mir überlegt, hier Pause zu machen mit YouTube, aber das kommt immer schlecht. Das ist nie für euch gut, noch für mich, noch für den Kanal. Es ist immer schlecht, einfach eine Pause zu machen. Will ich nicht. Ja, warum steht ihr hier mitten in den... Was soll denn der Schwachsinn? So vielleicht. So. Okay, das passt jetzt. Ach ja, was ist denn da oben? Nichts. Ist das der Weiher? Ah, das ist der Weiher, siehst du. Stufe 1, ich kann leider nichts ausbilden. Verbotener Weiher. Ah, schick, schick, schick. Dann sind wir wohl in... Ah, wie hieß das? I... Es war irgendwas mit I. Illithal. Was? Illithal? Illithal? Wie auch immer man das ausspricht. Ja, müsste gewesen sein. So, dann schießt mal wieder. Die kassieren halt volle Kanne. Einfach nur RIP. Ja, aber wie gesagt, durch Klausurenphase ist es halt derzeit schwierig. Und ich versuche schon die Zeit zu finden, immer schöne Aufnahmen zu machen. Es kann sein, dass ich wirklich mal eine Woche Pause machen muss irgendwann. Es kann passieren, dann tut mir das leid. Dann seid mir bitte nicht böse oder irgendwas. Ich werde, sobald die Klausuren vorbei sind, auch sofort wieder weitermachen. Ich bin jetzt, eigentlich sollte ich jetzt lernen, ne? Ich sollte jetzt eigentlich lernen. Und stattdessen zocke ich hier für YouTube. Mei, das ist jetzt nicht eure Schuld, keine Frage. Ich gebe euch auch gar nicht die Schuld. Ich meine, das ist komplett meine Entscheidung, wie wichtig ich was jetzt bewerte. Und nach dieser Aktion hier, dass ich gerade am Aufnehmen bin, ist klar zu erkennen, ja, YouTube ist mir jetzt, dass das weiterläuft, wichtiger als Studium zu lernen. Das Lustige ist ja, also das ist meine Meinung, vielleicht sollte ich die nicht sagen. Kommt für viele Leute nicht gut, weil sie einen ganz anderen Lebensstil haben als ich. Man muss ja, wenn man YouTuber ist, beziehungsweise wenn man eine Reichweite hat, eine soziale Reichweite, sprich man hat eine Vorbildfunktion zum Beispiel oder
Man erreicht einfach Leute, ne? Jugendliche, Erwachsene, Kinder, spielt keine Rolle. Man erreicht Leute mit seiner Meinung. Und ein Großteil davon nimmt immer zumindest einen gewissen Teil dieser geteilten Meinung in sein eigenes Weltbild auf. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Autos sind doof, ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es für viele nicht gilt, aber wenn ich zu irgendwas eine Meinung habe, dann gibt es immer ein paar Leute, die dieser Meinung zumindest teilweise zustimmen. Immer. Eigentlich. Immer. Teilweise. Auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Immer zu einem gewissen Teil. Und damit hat man halt Verantwortung. Und ich will jetzt nicht sagen, Studium ist nicht wichtig oder so, weil das stimmt halt einfach nicht. Irgendwo. Für die meisten. Also wenn ihr jetzt dieses Weltbild von mir einfach nur 1:1 übernehmen würdet, das wäre, glaube ich, Katastrophe. Und deswegen gehe ich damit gar nicht groß hausieren. Das bringt's einfach nicht. Ist viel zu gefährlich. Naja, gut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.